Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Endlich mal wieder ein Video, was sich mit der Praxis zum Thema Reiten beschäftigt. Denn ich habe mir etwas überlegt. Und zwar werde ich in den nächsten Wochen euch 3 Lehrvideos präsentieren zum Thema Skala der Ausbildung. Denn die Skala der Ausbildung ist für jeden von uns Reiter wichtig. Egal ob Freizeitreiter, Turnierreiter, ob ich ins Gelände gehe, ob ich nur zu Hause rumreite, egal auf welchem Niveau. Denn die Skala der Ausbildung ist wichtig, um unsere Pferde gesund zu halten. Und um was es da geht, darauf möchte ich eben in nächster Zeit eingehen. Die Skala der Ausbildung orientiert sich an der klassischen Reitlehre und ist quasi das Herzstück von ihr. Und wir schauen uns einfach erstmal kurz, bevor wir überhaupt weitergehen, die 6 Punkte an, die die Skala der Ausbildung ausmachen. Denn die sind Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, gerade Richtung und Versammlung. Diese Skala ist der Leitfaden für uns für die komplette Ausbildung des Pferdes, aber auch für jede einzelne Trainingseinheit. Und das ist ganz egal, ob es ein junges Pferd ist oder ein altes Pferd. Denn eigentlich verschieben sich nur die Schwerpunkte, an denen wir arbeiten. Mit einem jungen Pferd arbeitet man eher am Anfang in der Skala, mit den älteren Pferden, die eben schon die ersten Punkte gefestigt haben, dann weiter hinten bei den Punkten. Aber was wollen wir mit dieser Skala überhaupt erreichen? Neben der Gesunderhaltung der Pferde möchten wir natürlich die Durchlässigkeit immer weiter verbessern sowie das Gleichgewicht des Pferdes festigen. Und wenn wir uns an dieser Skala orientieren, dann gelingt uns das auch irgendwann. Grundvoraussetzung, dass überhaupt ein Punkt dieser Skala erfüllt werden kann, ist, dass wir als Reiter einen unabhängigen, losgelassenen und ausbalancierten Sitz haben. Wir beschäftigen uns also in den nächsten Wochen mit den ersten 3 Punkten der Ausbildungsskala und heute beginnen wir mit Punkt 1, nämlich dem Takt. Und nicht, dass ihr jetzt denkt, ich rede die ganze Zeit nur, ja, okay, ich werde die ganze Zeit reden, aber ich werde euch natürlich auch gleich ganz viele bewegte Bilder einblenden, damit es für euch nicht so langweilig wird. Weil Theorie ist wichtig, aber Theorie kann leider auch trocken sein. Fangen wir also erstmal mit der Basisfrage an, was ist Takt überhaupt? Und diejenigen von euch, die schon mal ein Reitabzeichen gemacht haben, die werden jetzt sich den Spruch in Gedanken zurückholen, beziehungsweise vielleicht sogar auch aufsagen. Als Takt bezeichnet man das Gleichmaß aller Schritte, Tritte und Sprünge. Soweit, so gut. Ja, was das genau bedeutet, darauf gehen wir heute im Einzelnen einmal ein. Schaut man sich eigentlich schon mal ein Pferd in der Natur an oder schauen wir unsere Pferde einfach an, wenn sie auf der Koppel stehen, wenn sie über die Koppel gehen, wenn sie über die Koppel traben oder galoppieren, dann sehen wir, dass es diese Taktstörungen, wie wir sie heute kennen, in der Natur eigentlich nicht gibt. Ja, also kein Pferd auf der Wiese geht Pass oder galoppiert im Vierschlag durch die Gegend. Ja, von Natur aus sind Pferde eigentlich im Takt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir sie auch unterm Sattel intakt bekommen. Und hier ist schon mal die Grundvoraussetzung, dass ich das Wohlfühltempo meines Pferdes kennenlerne, spüre oder einfach später auch dann weiß, okay, das ist das Wohlfühltempo. Mein Pferd ist da nicht übereilt und rennt unter mir weg, aber mein Pferd schlurft auch nicht vor sich hin und zieht die Beine hinter sich her. Ja, weil wenn ich zum Beispiel ein Pferd übereile, kommt es sehr schnell aus dem Gleichgewicht. Das heißt, das Pferd kriegt Probleme mit der Balance, hält sich im Rücken fest, die Muskulatur kann nicht mehr locker ab- und anspannen im Rücken. Und was passiert? Das Pferd wird im Rücken einfach fest und merken wir manchmal auch, dass wir dann auch nicht mehr aussitzen können. Fakt ist dann auch, dass wir dann einfach den nächsten Punkt der Ausbildungsskala, nämlich den Punkt Losgelassenheit, gar nicht erreichen können. Also muss ich schon mal ein Tempo wählen, wo ich sage, damit ist mein Pferd gefordert, aber nicht überfordert. Ich würde jetzt einfach sagen, wir fangen mit den einzelnen Gangarten an und ich blende euch einfach mal ein paar Bilder ein, weil ich kann euch jetzt schon sagen, ich kann euch sogar einen Taktfehler, eine Taktstörung zeigen, die selbst bei Ruby auch leider auftritt. Beginnen wir also mit dem Schritt. Beim Schritt schreitet das Pferd gleichmäßig im Viertakt. Man wünscht sich hier einen gedehnten und entspannten Hals mit einer vorwärts-abwärts geneigten Nickbewegung. Damit wir als Reiter das Pferd nicht behindern, müssen wir natürlich über unsere Hand die Nickbewegung überhaupt zulassen und in unserer Hüfte locker sein. Bei einem geregelten und taktreinen Schritt kann man von der Seite ein sogenanntes V sehr gut erkennen. Der häufigste Taktfehler im Schritt ist der sogenannte Pass.
Dabei werden die gleichseitigen Beine gleichzeitig nach vorne gesetzt. Und das ist einfach etwas, das blende ich euch jetzt ein, weil das passiert nämlich bei Ruby ganz häufig, wenn ich ihn aufnehme, wenn ich ihn zurückhole, dass er sich so ein bisschen festmacht im Rücken, nicht mehr ins Gebiss herantritt. Und dann seht ihr ganz klar, wenn ihr auf die Beine achtet, dass hier die Taktfolge einfach komplett verwischt ist. Und damit sind wir auch beim Thema, was ich vorhin kurz angesprochen habe, wo ich gesagt habe, in der Natur hat kein Pferd einen Taktfehler von Natur aus, weil die meisten Taktfehler zu 99% entstehen durch uns Reiter. Und gerade im Schritt kann man so viel falsch machen und das ist tatsächlich so. Schritt hört sich einfach für uns immer als die einfachste Gangart an, aber das ist sie definitiv nicht. Schiebe ich zu viel mit der Hüfte, verspannt sich mein Pferd im Rücken. Lasse ich die Hand zu lange vorne stehen, blockiere ich mein Pferd in der Hinterhand. Lasse ich den Zügel zu lang, kommt mein Pferd auf die Vorhand. Ja, also es sind so Sachen, man kann so viel passieren. Ja, die meisten Reiter, die schieben viel zu viel aus der Hüfte raus, weil sie denken, sie müssen ihr Pferd irgendwie da durchschieben. Lassen die Nickbewegungen nach vorne gar nicht zu. Ja, oder machen einfach mit den Beinen gar nichts oder sie treiben viel zu viel oder zum falschen Zeitpunkt. Der Schritt ist so krass durchdacht eigentlich zu reiten und man muss sich eigentlich wirklich so darauf konzentrieren, um einen korrekten Schritt zu reiten. Also es ist wirklich so, viele vergessen das einfach. Viele sitzen dann einfach auch da drauf und denken, ja, ich halte jetzt mal so ein bisschen hier Schritt durch die Gegend. Nein, das ist Schrittreiten kann man am Anfang machen, am langen Zügel, da kann man durch die Gegend reiten und ein bisschen gucken. Auch da sollte das Pferd nicht vor sich her bummeln. Aber dann muss man wirklich auch beim Schrittreiten sich konzentrieren, überlegen, nachdenken und gucken, was will ich, was tue ich überhaupt, was will ich da machen und welche Hilfen muss ich geben, damit das bei meinem Pferd richtig ankommt und meinem Pferd einen schönen, raumgreifenden, im Takt sicher gehenden Schritt geht. Dabei ist es aber natürlich aber trotzdem auch wichtig, dass obwohl wir uns konzentrieren, uns selbst nicht verspannen oder anspannen, weil auch das wirkt sich sofort wieder aufs Pferd aus. Wenn ich mich anspanne, mache ich mich fest in den Schultern, fest in der Hüfte und kann gar nicht mehr locker die Bewegung zulassen. Ja? Also natürlich schiebt mein Becken, aber ich schiebe nicht wie so ein auf so einem Kamel sitzen da dem Schritt durch die Gegend, sondern ich lasse einfach aus meiner Hüfte so ein bisschen das zu. Sieht man jetzt schlecht. Aber dafür haben wir ja die bewegten Bilder. Ihr seht also, wirklich das meiste kommt von uns Reitern. Und verdammt, wenn ich merke, mein Pferd hat eine Taktstörung, dann muss ich erstmal mich selbst reflektieren. Sitze ich richtig? Gebe ich die Hilfen zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Dosierung? Ja, sitze ich locker? Gehe ich mit in der Bewegung? Oder bin ich einfach der Störpunkt da oben drauf, dass mein Pferd einfach eine Taktstörung bildet? Lasst euch dazu einfach mal filmen, wenn ihr ein Problem so habt. Guckt euch selbst einfach mal an, wie sitze ich denn auf dem Pferd? Sitze ich korrekt oder habe ich irgendwo eine Baustelle, an der ich arbeiten muss? Aber nichtsdestotrotz gibt es halt eben auch selten den Fall, dass halt einfach alles funktioniert vom Reiter aus. Dann gibt es natürlich Übungen, die wir halt einfach nutzen können, um den Schritt zu verbessern. Ja, das ist ein klassisches Beispiel, natürlich auch draußen im Gelände reiten, bergauf, bergab oder auf verschiedenen tiefen Böden, mal draußen auf dem, ich sag mal, tieferen Platz oder auf einem härteren Platz. Dabei kann ich super die Zügel aufnehmen, länger lassen, wieder aufnehmen. Das Pferd muss einfach dabei lernen, auch mit den verschiedenen Böden, sich jedes Mal neu auszubalancieren, immer wieder zu überlegen, wo muss ich jetzt meinen Fuß hinstellen. Also es geht quasi bewusster den Schritt durch, wie als wenn wir halt immer in der Halle dieser vor sich hin trotten, weil dann gucken sie auch irgendwann nicht mehr, wo sie hinlaufen. Übungen sind halt wunderbar, zum Beispiel Schenkelweichen. Ne? Über den Schenkelweichen kann ich A, mein Pferd auf die Hilfen wieder aufmerksam machen. B, ist es halt einfach auch eine gute Übung für die Koordination, ne? Weil wir halt erhalten ja den Takt bei im Schritt, aber mein Pferd muss ja seitwärts gehen. Also das ist zum Beispiel was Gutes. Ja? Und es lockert mein Pferd im Rücken, weil viel kommen auch Taktfehler, nicht nur von uns Reiter, okay, sondern es gibt auch die Ausnahmen, dass es einfach Verspannungen aus dem Rücken sind. Da kann ich zum Beispiel kleine Achten reiten, dabei Zügel länger lassen. Dann, wenn ich dann merke, mein Pferd nimmt das gut an, dann kann ich anfangen mit Zügel verkürzen und wieder länger lassen. Also immer so ein Wechselspiel, dass mein Pferd sich quasi wieder anspannen muss und sich wieder entspannen darf. Ja, das sind eigentlich so Grundübungen, jetzt, die mir jetzt gerade so aktuell schnell einfallen, die man machen kann.
Das Wichtigste ist halt einfach das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ihr bewusst Schritt reitet und euch wirklich Gedanken darüber macht, was tue ich hier überhaupt? Schauen wir uns nun den Trab an. Hier fußt unser Pferd mit dem diagonalen Beinpaar im Zweitakt gleichmäßig auf und ab. Dazwischen ergibt sich jeweils eine Schwebephase. Um diese Bewegung zu erreichen, spannt das Pferd die langen Rückenmuskel, die links und rechts von der Wirbelsäule langlaufen, wechselseitig an und ab. Die Hinterbeine sollten möglichst weit und gleichmäßig durchschwingen und der Reiter muss hier elastisch in die Bewegung eingehen und auch mitschwingen aus der Hüfte. Wichtig ist auch hier, dass ich erst aussitze und mit der weiteren Arbeitsphase beginne, wenn mein Pferd wirklich locker im Rücken ist. Merke ich, dass wenn ich aussitze, mein Pferd sich festmacht oder sich dann auch, die kommen dann manchmal so im Hals so hoch und machen so, ist das ein Zeichen davon, dass einfach mein Pferd nicht ordnungsgemäß gelöst ist. In der Regel kann man hier sehr gut wieder ins Leichttraben natürlich zurückgehen, die Lösungsphase etwas weiter wieder ausdehnen, also lösende Lektionen, lösende Übungen reiten, um dann wieder zum Aussitzen überzugehen. Ja, man kann das auch am Anfang gerade so ein bisschen wechselseitig machen. Das heißt, ich mache zum Beispiel eine lange Seite im Aussitzen oder eine bestimmte Bahnfigur im Aussitzen und trab dann erstmal wieder leicht. Ja, um einfach wirklich zu sagen, ich muss erst mein Pferd im Rücken losgelassen bekommen, so ein bisschen, also locker bekommen, dass die Rückenmuskulatur auch wirklich arbeiten kann. Weil wenn das Pferd fest im Rücken ist und wir nicht zum Sitzen kommen, passiert was. Wir machen meistens doing, 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 hauen dem Pferd noch dabei immer schön in die Rücke rein und wundern uns dann, dass die Losgelassenheit nicht erfüllt werden kann. Also Grundvoraussetzung ist erst Lockerheit im Rücken, dann können wir aussitzen. Auch im Trab gibt es natürlich Taktfehler. Hier kann zum Beispiel bei einem zu eiligen Bewegungsablauf die Schwebephase verkürzt werden. Ja, das heißt, das Hinterbein, das hat gar nicht mehr die Zeit, wirklich aktiv unter den Schwerpunkt zu treten. Genau das Gleiche, wenn ich mein Pferd zu langsam reite. Ja, dann stellt es die Hinterhand hinten raus, drückt so noch am besten noch ein bisschen den Rücken weg und auch dann kann die Hinterhand nicht unter den Schwerpunkt kommen und es ist nicht möglich, dass dieser Rücken anfängt, überhaupt zu schwingen. Habt ihr einen von diesen beiden Fällen, solltet ihr als Reiter erstmal das Tempo neu kontrollieren. Und Übergänge sind eine super Übung, um die Hinterhand zu aktivieren und die Hinterhand unter den Schwerpunkt zu bekommen. Sei es Schritt-Trab, Trab-Schritt, Schritt-Trab, Trab-Schritt-Übergänge oder Galopp-Trab, Trab-Galopp, Galopp-Trab-Übergänge. Beide sind dafür gut, dass einfach, wie gesagt, die Hinterhand aktiviert wird und sie lockern die Rückenmuskulatur. Das Pferd muss mehr aus dem Rücken mitarbeiten und lässt einfach ein bisschen mehr los im Rückenbereich. Wenn ich ein Pferd habe, was super eilig geht, es gibt ja Pferde, die sind ja wirklich so on power, da braucht man einmal nur das Bein zu machen und dann geht's los. Vermeidet Folgendes. Zieht nicht am Zügel und streckt nicht das Bein weg. Das ist nämlich ein ganz großes Thema, was einige dann gerne machen, weil so extrem gehfreudigen Pferden oder wenn Pferde, die einfach losschießen, alles so vorne so zu ziehen und Bein unten so wegzustrecken, so Charlie Chaplin-mäßig und sagen, macht das nicht. Ja, wenn ihr so Pferde habt, die so ein bisschen dafür zu neigen, einfach auch so ein bisschen eiliger zu sein, dann müsst ihr euch echt ein gutes Konzept beim Reiten überlegen. Viel Abwechslung, viele verschiedene Linien, Führungen einfach, die die Konzentration eures Pferdes fördern und die Konzentration von eurem Pferd auch auf euch lenken. Ja, also wenn ihr nur ganze Bahn und Zirkel reitet, dann schalten die Pferde ganz schnell ab und denken sich, ja, das Programm kann ich, mache ich jeden Tag. Also versucht eure Pferde vom Kopf her zu beschäftigen beim Reiten, weil dann müssen sie sich konzentrieren und vergessen irgendwann ganz schnell, dass sie einfach nur eilig durch die Gegend schießen. Dann gibt es noch einen Taktfehler, den hätte ich euch echt gerne gezeigt, aber ich habe leider keinen gefunden, der mir ein Video dementsprechend zur Verfügung gestellt hat. Und zwar sind das die sogenannten Schwebetritte. Schwebetritte ist, ja, so ein bisschen, da wird halt die Schwebephase verlängert und viele Reiter denken immer, wow, es fühlt sich voll super an, weil das ist so ja schon fast passageartig. Es ist aber totaler Blödsinn, weil das Pferd einfach im Rücken komplett gerade und fest einfach nur noch ist und eigentlich nur so macht. Ja, also das sind einfach Schwebetritte. Fühlen sich von oben manchmal, glaube ich, echt ganz gut an. Ich habe, glaube ich, ein einziges Mal in meinem Leben auf dem Pferd gesessen, was Schwebetritte machte. Hat man ganz oft auch auf Turnieren, wenn die Pferde so ein bisschen aufgeregt sind und dann so durch die Gegend gehen. Das sind Schwebetritte. Und Schwebetritte sind einfach ein Zeichen davon, dass mein Pferd nicht
ja, losgelassen ist, nicht locker ist. Also mit Schwebetritten kann ich die Losgelassenheit definitiv nicht erreichen. Ja, und auch da ist halt einfach das, wenn ich merke, dass mein Pferd in diese Schwebetrittphase übergeht, dann muss ich nur falls leicht traben, erstmal wieder ein bisschen vorwärts reiten, mein Pferd wieder lockern, um dann wieder zu sagen, ich sitze wieder aus und gehe das Thema neu an. Ist ein schwieriges Thema, also es ist generell auch wie mit dem Pass im Schritt. Solche Fehler ist echt, wenn man Taktfehler halt einmal drin hat, sind die super schwer zu korrigieren und es dauert echt sehr lange. Und es gibt Phasen, die hatte ich auch, dass ich denke so, ey, wir haben es geschafft, der Bock geht echt einen einwandfreien Schritt endlich wieder. 3 Wochen später nimmst du einmal die Zügel, fällt kehrt auf und auf einmal wieder kick. Und dann denkst du dir so, nein, da ist das passt wieder. Ja, hat man einmal einen Taktfehler drin, dann hat man immer damit Probleme. Leider. Muss man an der Stelle einfach mal dazu sagen. Also lasst es gar nicht so weit kommen. Vermeidet es einfach, so gut es geht. Auf einen weiteren Taktfehler möchte ich im Trab auch nochmal eingehen. Und zwar ist das die sogenannte Zügellahmheit. Die äußert sich einfach durch eine wirklich sichtbare Taktstörung. Es sieht eben so aus, als ob die Pferde lahm gehen. Das ist auch so eine Taktstörung, die sehr, sehr oft von den Reitern provoziert wird, weil die Reiter keinen ausbalancierten Sitz haben, sich dadurch an den Zügeln festhalten, die Pferde generell nicht an den diagonalen Hilfen stehen, ja, oder sonstiges. Das sind so klassische Fälle, die werden dann auch natürlich vom Tierarzt auch untersucht und Sattler und Zahnarzt und allen drum und dran, und eben auszuschließen, dass das Pferd wirklich lahm ist. Wenn man so ein Problem hat, dass so ein Pferd zügellahm ist, ja, man, für ein oder andere hat es bestimmt schon mal gesehen, das ist so ein Klassiker, wenn zum Beispiel die Pferde dann auf den Zirkel gehen, dass sie halt anfangen, innen so irk zu machen, und dann sieht man auch, dass sie sich so links auch noch auf den Zügel abstützen. Da braucht ihr definitiv einen Profi an der Seite, das kriegt man alleine wirklich seltenst hin und schwer raus. Und da braucht ihr wirklich jemanden an der Seite, der von null nochmal zurückgeht und von Anfang an mit euch und dem Pferd noch einmal arbeitet. Schauen wir uns nun einmal den Galopp an. Der Galopp ist eine Bewegung, die aus einer Folge von Sprüngen entsteht und sich in Dreitakt befindet. Der gleichmäßige Rhythmus der Galoppsprünge ist auch bei Tempoveränderungen beizubehalten. Hier werden nur die Sprünge verlängert oder verkürzt, ohne dass der Rhythmus verändert wird. Das Pferd springt durch, wenn das Hinterbein bei jedem Galoppsprung weit unter den Körperschwerpunkt vorspringt. Dabei wölbt das Pferd den Rücken auf. Um das zu gewährleisten, muss ich den Galoppsprung als Reiter über meine Hand herauslassen. Dabei muss ich als Reiter unabhängig von meiner Zügelführung sitzen. 2 ganz typische Taktfehler gibt es im Galopp, und der erste, das ist der sogenannte Viertakt oder Vierschlag. Hierbei fußt das diagonale Beinpaar nicht mehr gleichzeitig, sondern nacheinander auf. Auch hier habe ich leider es nicht irgendwie hinbekommen, dass ich irgendwie ein Video dazu gefunden habe oder mir einer eins zur Verfügung gestellt hätte, was ich in das Video einbauen können, hätte können. Nur falls, googelt einfach mal danach, ihr findet bestimmt irgendwo ein Video dazu. Ich ziehe nur nicht einfach irgendwo Videos mit rein, die, wo ich keine Erlaubnis einfach dafür habe. Deshalb muss ich es euch theoretisch einfach erklären. Also es sieht so ein bisschen komischer aus, die Pferde galoppieren quasi so ein bisschen schwerfälliger. Ja, so kann man sich so einen Viertakt ungefähr vorstellen. Hier kann ich auch viel mit Galopp-Trab, 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 Galopp-Trab-Übergängen arbeiten, weil das Pferd einfach immer wieder sich neu koordinieren muss, immer wieder neu die Beine sortieren muss, immer wieder überlegen muss, wo muss ich jetzt welchen Fuß hinsetzen, damit ich wieder angaloppiere. Und ich rede hier wirklich nicht von Galopp, Trab, mal wieder irgendwann Galopp-Übergängen, sondern bam, bam, bam hintereinander. Ja, wirklich 3 Sprünge Galopp, 3 Schritte Trab. 3 Schritte besonders, 3 Tritte Trab. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst gehabt am Anfang. 3 Sprünge Galopp, 3 Tritte Trab, 3 Sprünge Galopp, 3 Tritte Trab. Ja, also kurze Intervalle, ja, damit die Pferde aufmerksam bleiben. Wenn ich natürlich jetzt auf einer Zirkelrunde einen Übergang einbaue, dann bringt das mir leider auch nichts. Nein. Nein. Was generell natürlich auch die Bewegungsqualität des Galopps verbessert, ist Galoppieren bergauf im Gelände. Ja, auch das ist halt einfach, die Pferde müssen wirklich die Kraft in die Hinterhand setzen, es baut Muskulatur auf. Ja, und diese Bewegungen, sie können sich ganz anders nochmal entfalten. Auch was schön, wenn man dann halt auch im leichten Sitz galoppiert. Ist einfach wirklich eine Übung, die einfach generell die Grundqualität des Galopps einfach fördert. 2. typische Taktfehler ist der sogenannte Kreuzgalopp. Und den kennen ganz, ganz viele von euch. Und das passiert auch ganz häufig. Das ist also, ja, gerade bei Pferden, bei jungen Pferden oder bei unausbalancierten Pferden passiert das ganz häufig.
Kann zwei Gründe haben. Entweder sitze ich als Reiter komplett oben schief drauf, gebe nicht die richtigen Hilfen, also will vielleicht links angaloppieren, sitzt aber rechts runter, dann weiß das Pferd auch nicht, wo er hin soll. Oder halt eben, wie gesagt, bei Pferden, die halt einfach unausbalanciert sind. Das passiert, das ist überhaupt nicht schlimm. Wenn ich sowas merke, pariere ich durch und galoppiere neu an. Wenn ich jetzt ein Pferd habe, wo ich schon auch vielleicht sogar weiß, okay, da muss ich ein bisschen drauf achten, dann galoppiere ich halt wirklich über die gebogene Linie. Dieses bekannten Spruch, den man kennt, auf der gebogenen Zirkellinie zur geschlossenen Seite hin an, wo einfach dieses Pferd so ein bisschen optisch die Anlehnung hat von der Bande, um wirklich in die richtige Richtung anzuspringen. Was gibt es noch für allgemeine Übungen für den Takt? Eine super, super Übung ist natürlich die Stangenarbeit. Egal, ob im Schritt, im Trab oder im Galopp. Da gibt es so viele Variationen, die man da machen kann. Die Pferde werden aufmerksamer, sie gucken hin und durch diesen vorgegebenen Abstand haben wir natürlich auch einen Takt vorgegeben und die Pferde, ne, müssen sich diesen Takt, ja, fügen und erlernen auch quasi so ein bisschen mehr wieder dieses Taktgefühl. Die Saskia vom Binibu-Kanal, die hat dazu ein ganz cooles Video gemacht, nämlich Carlsson im Takt. Das Video blende ich euch einmal hier oben ein und ich zeige euch auch noch mal kurz eine Szene, die ich nämlich auch ganz cool finde. Da reitet Saskia nämlich im Trab auch, ja, erstmal ganz normal durch die Bahn, auf die Stangen zu, pariert durch zum Schritt, reitet im Schritt über die Stangen und trabt danach wieder an. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Wir bringen unser Pferd dazu, dass es wirklich bewusst seine Füße steuern muss und koordinieren muss. Stangenarbeit generell ist natürlich auch super für den Rücken. Es lockert die Muskulatur, weil die Pferde einfach natürlich auch ein bisschen raumgreifender gehen, ja, und einfach die Muskulatur rechts, links mehr, ja, bewegen wirklich und dadurch die Muskulatur sich besser an- und abspannen kann. Wir stärken dadurch auch einfach so ein bisschen den Rücken, ja, weil das Pferd einfach in dem Bereich mehr arbeiten muss. Ja, meine Lieben, damit sind wir fast am Ende von dem Video. Eigentlich habe ich mich gesträubt, am Anfang Lehrvideo zu sagen, weil ich sag mal, Lehrvideo ist für mich etwas, wenn ich irgendwie neues Wissen vermittle oder sonstiges. Aber es ist ja einfach wirklich Basiswissen und dieses Basiswissen ist einfach so wichtig, finde ich. In der heutigen Zeit gibt es so viel Trash-Videos mittlerweile auf YouTube und dabei ist es doch eben auch schon an der Basis dran, das, was wir wissen, damit wir unsere Pferde gesund erhalten, damit wir unsere Pferde wirklich richtig reiten und alles. Und da möchte ich halt einfach so ein bisschen schauen, dass ich eben das so vermittle, so gerade so dieses Basiswissen, was ihr vielleicht auch für ein kleines Reitabzeichen und so gebrauchen könnt. Aber einfach, um den Leuten wirklich so ein bisschen das Pferd näher zu bringen, damit man überhaupt sieht, auf was reite ich denn da eigentlich, was passiert da unter mir. Und deshalb, ja, habe ich gedacht, ich fange mal an. Ich bin gespannt, wie es bei euch ankommt, was ihr zu den Lehrvideos sagt. Wie gesagt, Lehrvideos ist so Basiswissen-Videos. Lehrvideos ist, ich mag das Wort nicht. Nein. Aber bevor ihr ausschaltet, möchte ich euch noch auf etwas hinweisen. Sicherlich ist euch aufgefallen, dass Ruby in diesem Video verschiedenfarbige Gamaschen trägt. Ein großes Dankeschön geht an meinen Kooperationspartner, an die Firma Riderstyle, für die Unterstützung bei diesem Video. Denn auch denen war es wichtig, dass man mal ein cooles Wissensvideo macht und einfach euch eben auch einen Mehrwert zu bringen. Und das mache ich natürlich super gerne und freue mich natürlich auch, wenn ich Firmen dabei habe, die auch sagen, finden wir cool, unterstützen wir dich. Dafür kann ich euch jetzt wieder einen richtig coolen Deal ankündigen, nämlich die farbigen Gamaschen, die wird es Ende November endlich wieder online zu kaufen gehen. Was heißt wieder? Weil bisher gab es eigentlich immer nur die gedeckten Farben wie schwarz, braun, weiß und ich glaube dunkelblau. Und ab dieses Mal wird es zwar auch wieder eine gedeckte Farbe mit zusätzlich geben wie grau, aber es wird auch ganz geile bunte Farben geben wie Lachs, wie Petrol, wie Royalblau. Und rot und dann gibt es sie auch noch in Lack und dann gibt es sie mit Strass und alles. Also das wird richtig geil. Schaut auf jeden Fall vorbei. Qualitativ kann ich sagen, wirklich, ich bin wirklich sehr begeistert. Ich habe bereits vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr, glaube ich, das erste, ja, Vierer-Set gekauft gehabt und die auch über ein Jahr benutzt gehabt, bis Ruby sie einfach jetzt geschrottet hat. Passiert halt einfach. Muss aber dazu sagen, dass ich sonst einfach eigentlich die Gamaschen, die genauso aussehen, von anderen namhaften Herstellern hatte, die teilweise das Doppelte, Dreifache, Vierfache kosten, die nicht länger gehalten haben. Sie sehen optisch eigentlich wirklich genau gleich aus, es ist nur einfach ein anderes Schild dran. Also qualitativ wirklich saugeil, ich kann es nur empfehlen. Schaut vorbei beim Deal, ich werde den rechtzeitig aber vorher auch nochmal
auf Instagram ankündigen, wenn das endgültige Datum feststeht. Ja, und bedanke mich jetzt erstmal. Ich glaube, das war es jetzt endgültig mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen Spaß gemacht und ein bisschen weitergeholfen. Gebt mir ein Feedback in den Kommentaren. Bitte, bitte, weil ich möchte echt wissen, wie das Video bei euch angekommen ist. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben.